Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch, wie ich meine Haare in 5 Minuten style, wenn ich morgens zur Arbeit muss oder wenn ich morgens einfach schnell irgendwo hin muss, wenn ich am Tag etwas vorhabe und einfach möchte, dass meine Haare gepflegt aussehen. Meistens komme ich aus der Dusche raus, föhne meine Haare einfach und dann sehen die so ein bisschen spröde aus. Und ich style meine Haare leider mit einem Glätteisen im Alltag. Also falls das nichts für euch ist, dann würde ich das Video leider nicht weiterbringen. Aber ich hoffe, dass ihr mit dem Video etwas anfangen könnt. So sieht dann der fertige Look aus. Also so gehe ich dann in meinem Alltag raus. Meine Spitzen sehen gepflegt aus. Meine Spitzen haben so leichte Wellen drin. Meine Spitzen glänzen. Ich mag das einfach super gerne. Ich finde, das sieht super gesund aus. Ich fühle mich wohl mit meinen Haaren. Und ja, ich habe auch nicht so das Gefühl, dass Leute auf meine Haare gucken, weil sie ungepflegt aussehen. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal habe ich das Gefühl, man hat einfach so endlos lange Haare, die sind einfach trocken, die sehen kaputt aus. Und dann denke ich mir so, boah, Leute gucken mich bestimmt an und denken, meine Haare sind so trocken und warum schneide ich die nicht ab? Solche Phasen hatte ich, aber momentan bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit meinen Haaren. Meine Haare, finde ich, sehen echt gepflegt aus. Es gibt Tage, da sehen die weniger gut aus, Tage, da sehen die besser aus, gepflegter. Aber ja. Und das ist auf jeden Fall mein Alltagslook und den kann ich in 5 Minuten kreieren. Das sind keine Wellen, keine Locken, aber es sieht einfach gepflegt und schön glänzend aus. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze mache mit einem Glätteisen, dann bleibt einfach dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Und ich würde sagen, let's go! So sehen meine Haare jetzt komplett ungestylt aus. Also ich war gerade duschen, ich komme gerade aus der Dusche. Eventuell sind da noch ein, zwei nasse Strähnchen zwischen, aber ich hoffe natürlich nicht, weil wir die natürlich jetzt gleich stylen wollen. Also so sehen die aus. Ich habe meine komplette Pflegeroutine schon durchlaufen, sag ich mal, mit meinen Haaren. Ich habe ein spezielles Video oder ein separates Video dazu gedreht, und zwar einmal meine Haarpflegeroutine oder meine Haarroutine. Irgendwie so heißt die. Ich werde die euch auf jeden Fall hier verlinken, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal draufklicken und euch anschauen, was ich mit meinen Haaren mache, wie ich die unter der Dusche pflege und wie ich die danach pflege, weil ich eigentlich ziemlich zufrieden mit meiner Haarstruktur momentan bin, beziehungsweise mit der Haarpflege. Ich habe sowieso eine etwas festere Haarstruktur, also meine sind auch so ein bisschen dicker und fühlen sich so leicht strohig schon von Natur aus an. Das habe ich von meiner Mama, also so ein bisschen dieses Südländische. Wie auch immer, darum geht es jetzt gerade nicht. Es geht darum, was wir jetzt mit meinen Haaren machen, und ich zeige euch das einfach mal. Leider benutze ich im Alltag wirklich mein Glätteisen. Ich habe viele Videos dazu gedreht, wie ich meine Haare mit Locken mache ohne Hitze und sowas oder auch einmal Locken mit Hitze, aber in meinem Alltag benutze ich immer das Glätteisen. Und den ersten Schritt, den ich mache, ist, ich teile meine Haare ab, und zwar gucke ich hier, wo meine Augenbraue ist, also entweder Ende Augenbraue oder hier die Spitze von der Augenbraue. Und gehe dann mit meinen Fingern einmal hier hinten durch, damit ich mir meine kompletten Haare in zwei Teile abtrenne. Die Mischung aus abteile und abtrenne. So, und dann mache ich mir hier oben so einen kleinen Dutt. Also ich zwirbel meine Haare einmal zusammen. Und dann habe ich hier so eine Haarklammer. Diese Strähne hier vorne tue ich auch noch mit rein. Und mit der Haarklammer befestige ich das Ganze. Ich hatte so eine schöne schwarze. Die ist mir leider kaputt gegangen. Jetzt muss ich meine alte hässliche blaue nehmen. So, und dann bürste ich nochmal meine Haare durch, weil jetzt haben wir hier so zwei relativ dünne Strähnchen unten. Falls ihr sehr dünne Haare habt, dann könnt ihr, oder dann müsst ihr sie auch gar nicht abtrennen. Ich trenne meine Haare aber immer ab. Und dann nehmen wir auch schon unser Glätteisen zur Hand. Ich habe jetzt dieses hier von GHD, das ist schon etwas älter. Das habe ich zu meinem 16. Geburtstag bekommen, also ist jetzt 4 Jahre alt. Falls ich das noch finde, dann verlinke ich euch in der Infobox. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Viele sagen so, ja, damit macht ihr die Haare nicht so kaputt und so, und die sind richtig gut. Ich glaube, Glätteisen ist Glätteisen für mich, aber andererseits, ja, okay, vielleicht die Beschichtung und so ist schon gut. Also ich bin froh, dass ich es habe. Ich habe es mir auch damals gewünscht und So, dann fange ich an, meine Haare abzuteilen. Und zwar nehme ich hier so eine Strähne, die sieht ungefähr so aus. Also ungefähr so dick. Und ich gehe mal ein Stückchen nach hinten, damit ihr jetzt eventuell das Ganze ein bisschen in die Spitzen seht. Denn in meinem Alltagslook trage ich ja nicht komplette Locken, auch keine richtigen Wellen. Aber ich möchte einfach, so ihr seht, wie meine Spitzen jetzt aussehen. Die sehen nach gar nichts aus. Die sind einfach nur lang runterhängend und sehen einfach ein bisschen spröder an den Enden aus. Und ich möchte einfach, dass mein Ende so ein bisschen eingewellt ist und dass es schön aussieht. Deswegen gehe ich hier dann nochmal mit meinen Händen durch. Zwischendurch mal, wenn ich merke, dass Strähnen sehr, sehr, sehr verknotet sind, dann bürste ich die auch nochmal durch. Und dann gehe ich mit dem Glätteisen durch, ungefähr bis zu so einem Stück. Und ab hier drehe ich das Ganze dann ein, aber nur eine Runde bis in die Spitzen. Und dann habe ich hier meine Welle. Wenn ich das jetzt hier mal oben anfasse, dann habe ich fast zwei so Wellen. Seht ihr das?
Und jetzt gerade sieht das zwar nicht nach viel aus, aber wenn ich meine kompletten Haare mache, dann seht ihr diesen Glanz hier unten drin. Das sieht einfach viel schöner aus, als wenn die so glatt runterhängen. Die Strähne kommt dann nach hinten und dann geht's weiter. Wieder hier so eine Strähne. Ihr müsst nicht sehr, sehr dünne Strähnen nehmen, weil im Endeffekt soll da eh nur so eine Welle rein und die Locken müssen jetzt nicht extrem lange halten. Beziehungsweise es sind ja keine Locken, die lange halten müssen. So. Und Leute, wirklich, das ist nur eine Welle und es schaut so gut am Ende aus. So, das kommt dann auch weg. Und die Sache ist, ihr seid damit wirklich so schnell fertig, weil ihr die Haare nicht lange abtrennen müsst, nichts machen müsst. So. Und hier die letzte Füsselsträhne. Die erste Seite ist fertig. Puh, ich stehe jetzt hier mal auf. So sieht das Ganze aus und schaut bitte, was das für ein schöner Unterschied ist, wie gepflegt diese Haare aussehen und wie ungepflegt das eigentlich aussieht. Also wirklich, ich finde, also man sieht einen extremen Unterschied, einfach nur von der Pflege her. Das sieht so gepflegt aus, aber es sind die gleichen Haare wie die. Und deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt mal die andere Seite und ich bürste das Ganze noch einmal durch und zeige euch jetzt noch einmal, wie ich das Ganze mache. Also wie ich das Ganze einbringe. Also nochmal hier. Hier glätte ich die, damit ich hier auch den Glanz bekomme. Und dann schlage ich es einmal um, nehme die Strähne so nach vorne und ziehe das Glätteisen einfach nur durch. Tada! So funktioniert das. Und wenn ihr richtige Locken oder richtige krasse Wellen haben wollt, dann müsst ihr einfach schon oben anfangen, das Glätteisen einzudrehen. Dann könnt ihr es auch zweimal eindrehen. Dann habt ihr eine richtige Locke. Runter, runter, runter. Hier drehe ich das Ganze ein. Und da ist meine Welle. So, meine rechte Seite ist auf jeden Fall mit weniger Haaren, deswegen bin ich jetzt hier auch schon fertig. Und so sieht das Ganze unten jetzt aus, wenn es fertig ist. So, eine Seite sind immer so ein paar mehr Locken. Also irgendwie eine Welle, die höher anfängt oder so. Aber das ist nicht so schlimm. Wir bürsten das Ganze ja gleich auch nochmal aus. Und ich würde sagen, ich mache jetzt meine Haare oben. Und dann zeige ich euch gleich, wie das ganze Ergebnis aussieht. Jo. Hier vorne versuche ich dann immer die kürzeren Strähnchen. Also ich habe hier ungefähr so drei Lagen separat zu wellen. Damit man vorne so eine schöne Form hat. So, und dann welle ich diese Strähne. Ich habe mir ja meine Curtain Bangs selber geschnitten. Das solltet ihr gesehen haben, das Video. Und falls nicht, dann verlinke ich es euch auch nochmal jetzt hier oben. Und zwar sind das jetzt die Curtain Bangs. Die sind schon wieder etwas gewachsen. Genau, und da habe ich dann diese drei Stufen drin und deswegen mache ich das so und so sieht das dann aus. Und die erste Seite ist schon fertig und jetzt kommt die zweite Seite. So, wenn ich dann fertig bin mit dem Wellen, dann sehen meine Haare auch schon so aus. Wie gesagt, die sehen einfach nur gepflegt aus. Das ist jetzt irgendwie kein Wellenlook, kein Lockenlook oder sonst etwas. Ich bürste die dann immer nochmal durch, weil man vor allem hier vorne die einzelnen Lagen gut sehen konnte. Ich finde das voll schön, weil wir halt hier diese verschiedenen Layers haben. Und hier sind die Haare dann aber trotzdem glatt. Also ich will nicht sagen, dass ich glatt mehr mag als lockig. Ich mag beides mega gerne, aber einfach ja, dieses Glatte, Halbglatte, geht bei mir einfach schneller, so im Alltag. Genau, und so sieht das dann auch schon aus, durchgebürstet. Ich zeige euch dann jetzt mal, wie meine Spitzen aussehen.
Und zwar so sieht das aus. Und das sieht einfach so gesund aus, wenn man draußen auf der Straße rumläuft. Das sieht einfach wirklich so, es sieht einfach richtig, richtig gut aus. Es sieht glänzend aus, es sieht gepflegt aus. Was ich jetzt immer noch mache, ist, ich mache da noch so ein kleines bisschen Öl rein. Ich benutze immer mein Öl von Moroccan Oil. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und ja, dann war es das auch schon. Aber ich hole mal kurz mein Öl, dann zeige ich euch das. Und ich finde auf jeden Fall, sieht einfach so schön aus. Viel schöner, als wenn man die einfach nur trocken föhnt. Und ich weiß, Glätteisen so im Alltag ist natürlich auch nicht immer so das Beste. Aber leider habe ich mich daran gewöhnt und leider gefällt es mir auch einfach zu gut. Das ist das Öl und zwar das Moroccan Oil Treatment. Das sieht nur so ein bisschen doof aus, weil es bei mir in der Schublade liegt. Aber ja, genau, das ist das Ganze, das ist das gute Stück. Ich verlinke euch das in der Infobox und davon nehme ich wirklich nur einen Hauch, weil ich habe es vorhin schon in meine nassen Haare gegeben. Und zwar so. Das reicht vollkommen aus und meine Flasche ist 200 ml und die ist immer noch so voll und die hält schon seit Ewigkeiten. Also wirklich, da braucht ihr nicht viel von. Das verreibe ich dann in meinen Händen und gebe das wirklich nur hier in meine Längen rein, also in die Spitzen. Einfach damit die noch mal ein bisschen mehr extra Glanz bekommen. Dann habe ich, ja, dann sehen meine Hände so aus, also hier noch so leicht ölig, aber in der Handfläche ist es eigentlich schon, na gut, immer noch ein bisschen ölig, aber schon gut weg. Und damit gehe ich einmal dann hier vorne durch. So. Und ja. Das war's auch schon. Ja, so finde ich, sehen meine Haare sehr, sehr, sehr gesund aus. Das ist mein Alltagslook in 5 Minuten. Also ich bin damit wirklich in 5 Minuten fertig. Vielleicht braucht ihr am Anfang 10 Minuten, aber länger als das, glaubt mir, werdet ihr auf jeden Fall nicht brauchen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen, nicht wie ihr eine neue Frisur kriegen könnt, aber wie eure Haare einfach im Alltag gesünder aussehen, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich gehe da halt auch mal mit einem Glätteisen ran, ist jetzt nicht das große Problem. Natürlich ist es jetzt kein Tipp, dass ich euch jetzt sage, geht mit einem Glätteisen an eure Haare und sie werden dadurch gesünder. Nein. Sie sehen dadurch nur gesünder aus. Ich finde, die sehen so schön glänzend aus dadurch. Hier nochmal meine Spitzen. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich mag es viel lieber, wenn ich mit so Haaren rausgehe, wo ich selber denke, dass es schon ziemlich gesund aussieht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Kommentiert, abonniert meinen Kanal, aktiviert sehr gerne die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!